Geht schon los. Okay. Also ich erkläre jetzt ganz kurz, was es heute Abend Leckeres zu essen gibt. Es gibt selbstgemachte Falafel, hier schon vorbereitet. Selbstgemachtes Lavashbrot, habe ich hier auch schon im Teig vorbereitet. Was du alles selber gemacht hast. Okay. Ja, klar. Dann hier bereite ich die Auberginen gerade vor für das Baba Ganoush. Also es kommt dann auch die Brote drauf und dann noch Falafel. Da hinten mit FIFA gezockt. Geil. Ja, wir sehen uns gleich. Sick. Boah, sehr sick. Das ist jetzt hier so ein kleiner Joghurt-Tahin. Dip, der kommt dann später auf die Wraps drauf. Ja, Maurice! Ich mache gerade die Lavash-Brote, also jetzt hier die Teiglänge, jetzt sind alle fertig. Das lasse ich noch ganz kurz gehen und dann werden die gleich in der Pfanne ausgebacken. Also es sind so Pfannenbrote bzw. Lavash-Brote. Das wollte ich gerade fragen, was das genau für Brote sind. Okay. Willst du ein kleines Appell an die Leute? Ja, Leute, mehr selber kochen. Weniger essen gehen, das spart Geld und man weiß, mehr was drin Pieces ist. Koppen. Und mehr Yara kaufen. Das ist eine Weekday Jogger, glaube ich. Wo ist Yara? Yara, wo ist sie? Was? Wo ist Yara Jogger? Ja, ich weiß es nicht, sag du. Und bald, oder? Bald kommt die. Das gibt es Baba Ganoush. Die Leute nicht nur hier Hunger bekommen, wie Shoutout an Kelly. Ja, ich hoffe, du hast Hunger bekommen, Kelly. Maurice, ja. Jetzt gibt's Essen. Falafel. Ups. Und hier die Brote. Wow, Chefkoch. Chefkoch. Julian, was sagst du? Mega stark. So, man muss die jetzt hier so zerdrücken und hier rauflegen. Also jetzt Gurken, Paprika. Lauchzwiebeln, die gute Joghurtsoße. Ich finde eigentlich, es reicht, man kann einfach so und so recht simpel und dann einfach. Ich mache jetzt den aber Geschmackstest. Oh mein Gott, Maurice, oh mein Gott. Insane, der, echt der beste Rap oder Falafel, den ich je gegessen habe. Mit extra Petersilie ist ein Cheat. Ich mache alle. Und Bro, 10 von 10, ne? Das ist der Fit. Ja, was hat das Ganze hier pro Person gekostet? Also ich sag mal, so mit dem Brot, das ist nur 1 Euro oder so, Falafel 2 Euro, das Gemüse 5-6 Euro. Ich sag mal, pro Person kommst du vielleicht 2,50 oder so raus. Also da, oder 3 Euro vielleicht. Da sagt man immer, man kann nicht hier Geld saven. You guys later. Und oh, ich wollte mir gerade den besten Spieler hier bei Ultimate Team kaufen. Mhm. R9, die Legende. So Bro, dann starten wir mit dem Q&A. Ja, let's go, fangen wir an. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf eure Fragen und ich hoffe, die werden nicht zu gottlos. Ja, die erste ist eigentlich nicht gottlos, aber eine harte Entscheidung und zwar nur noch Yara tragen und keine andere Brand mehr, okay, oder nie mehr Yara tragen. Okay, das ist eine krasse Frage. Dann starten wir schon mal heftig rein, weil, keine Ahnung, nur eine Brand bin ich eigentlich kein Fan von. Aber wenn es wirklich heißt, ich darf nie wieder in meinem Leben Yara tragen, so, dann muss ich mit Yara gehen und weiß nicht, barfuß rumlaufen. So. I don't know. Wie Kanye. Und Yara Socken auf Chill. Gute Frage, nächste Frage. Genau, die zweite ist auch ein bisschen philosophischer und zwar Qualität oder Schnitt? Boah, auch schwierige Frage, weil eigentlich brauchst du beides, dass ein Piece nice ist. Ja. Aber ich sag mal so, das eine ist wichtiger für das andere und deswegen gehe ich mit Qualität, weil wenn die Qualität nicht nice ist, ist das Piece, egal wie der Schnitt ist, auch nicht nice. Deswegen safe Quali, Overschnitt, aber safe beides super wichtig. Geil, die nächste Frage ist, für immer Skinny Jeans oder Gefängnis? Bro, I don't wanna go to jail. Keine Ahnung, also safe Skinny, oder? Da kann man doch auch geil sein. Ich will nicht ins Gefängnis, Bro. Ich sag dir ehrlich, oder? Maurice, das willst du machen? Ja, sehe ich auch so. Das willst du machen. Man auch Skinny Jeans. Kann man auch nice stylen. That's what I said. Die nächste Frage beantwortet mein Babe. Ähnlich wie die Qualität oder Schnittfrage. Die Frage ist Silhouetten oder Materialien? Also Lecom oder Dries. So ungefähr. Tendenziell eher Materialien sein, weil Silhouetten kann man auch durch Styling erzeugen und Materialien schwierig. Nächste Yara-Frage. Entweder kein Yara-Piece mehr machen oder nie mehr reisen, haha. Gottlos. Ich weiß nicht, schon wichtig. Aber nie wieder ein Yara-Piece machen, dann ein neues Label machen. Ja. Mit den gleichen Pieces, der gleichen Yara-DNA, aber trotzdem noch Eisen. So. Das System gedrückt. Verstehe ich.
Vielleicht eine funny Frage bezüglich den letzten Vlog und dem kommenden Vlog. London oder Paris? Ramsch. London zum Leben, safe London. Paris für Fashion. Nächste Frage lautet, entweder für den Rest des Lebens Replika-Kleidung tragen oder Fake-Uhren. Kleidung oder Uhren, Kleidung, ja. Oder Uhren. Ja, safe Uhren, so. Aber einfach zu Hause. Auch systemgedribbelt. Das war's mit den Questions, jetzt gehen wir mal zum Friseur. Yes, see you there. Wir gönnen uns jetzt ein bisschen. Danke, Le Moe. Kleiner Joke. Oh, doch die Lemonade. Gute alte Lemonade. Okay, Bro, dann hätten wir mal die nächste Frage. Hier ist während dem Haare waschen. Die Frage lautet, ein Jahr Philipp Plein only oder nie wieder Yara? Ein Jahr Philipp Plein only, Bro. For sure. It's the new drip. Gottlos, die Frage. Also, Leo, keine Rick Boots mehr tragen oder keine Kiko Essex mehr? Boah, das ist Kopfschmerzen. Keine Rick Boots mehr, weil die sind zu cozy für den Alltag. Nächste Frage ist sehr interessant und zwar, nie wieder gut gestylt sein oder gut gestylt sein, aber niemand sagt je etwas zu deinem Style. Safe zweiter oder so. Mir egal, ob es Leute checken oder so, fährst du deinen eigenen Film und deswegen, ja, immer gut gestylt, aber keiner sagt was dazu. Ja, finde ich genauso. Okay, auch eine quicke Frage. Balenciaga oder Kiko? Aktuell eher Kiko. Warum? Weil, ja, Balenciaga haben wir jetzt so lange gesehen, die letzten 3 Jahre und ich denke, Kiko ist ein bisschen interessanter zum Stylen, aber beides Top-Tier-Brands. Nice. Das ist dann Babyarsch. Ja, ja, wir machen den Bart auf 000. Okay. Weißt du, was jetzt stark wäre? Wenn wir den Schnauzer stehen lassen, den einfach dunkel färben, so wie die Haare. Deine Idee, ja. So kann man nach Paris gehen, oder? Ja, ja. Perfekt. Da ist einiges passiert, ne? Ja. Das erste Mal da. Ja, ja, die alte Frisur war nix, Bro, ich sag dir das. Aber jetzt, dank Danny hier. Geh zu Danny, checkt hier den Laden, Maximilianstraße. Oh, ich dachte, ich hab noch dieses Ding. Schau mal, mein Boy. Danke dir. Bis zum Aussagen. Wenn der Leo da ist. Wir wünschen dem Leo ganz viel Spaß in Paris. Danke, danke, ja. Danny. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt gerne in die Comments. Das war jetzt mal was ganz anderes, so ein Q&A oder Entweder-Oder-Fragen sind es ja eigentlich. Ja, schreibt mal gerne, ob ihr mehr so Sachen sehen wollt und wir sehen uns dann in Paris. Peace out.